Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Minimi Sims Paradies. Oh, hallo, hallo, schön, dass ihr alle hier seid. Das Video wurde von unserer lieben Moni geschnitten. Heute geht es endlich weiter mit Crossover und ja, unsere liebe Family ist hier immer noch auf Tortosa. Und nochmals herzlich willkommen. Mensch, habt ihr neue Buttons bekommen hier bei eurem Schnittprogramm? Wunderschön übrigens. Das ist mir in euren ganzen Videos aufgefallen neuerdings. Und die Musik im Hintergrund gefällt mir auch gut. Unsere liebe Mercia ist gerade dabei, Frühstück zu machen, nehme ich mal an. Die sind ja jetzt ausgezogen, während Patsy hier ihr Unwesen treibt in deren Haus. Oh mein Gott. Ja, ich hoffe, euch geht es soweit ganz gut. Und ja, ihr seid gesund und munter. Ja, ich habe mir mal den Mikroton ein wenig runter gemacht. Ah ja, über ein Following würden wir uns sehr freuen. Hüpft bitte, bitte rüber auf der Munien-Kanal. Der ist in der Infobox und unten verlinkt. Und lasst ihr ganz viel Liebe da. Das hat sie verdient. Ist eine ganz, ganz herzliche, liebenswerte Person. Genauso wie ihre Sims. Oh, guck mal, unsere Martha oder Minka. Hallo, Süße. Oh, Knuddelpuddel. Ja, die schläft so süß auf der Couch. Und ja, Mercia hat das Essen jetzt abgestellt. Oder wird es ab. Hallo, kommt ihr zum Essen? Und die beiden pennen noch, Elijah und ihr Damon. Ja, ich freue mich so sehr, heute wieder eine neue Folge aufnehmen zu können. Hier, naja, aufnehmen, zu besprechen, zu übersprechen. Und wir sind so gespannt, also ich zumindest, was sie hier heute unternehmen werden. Okay, Damon ist aufgewacht, super angespannt. Es ruft an, ein rothaariger Man. Wollte sie irgendwo einladen, habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Ich habe mir den Typ angeguckt. Ja, okay. Oder draußen kann er sie einmal Tisch decken. Oh, so schön da. Ne, so zwischendrin echt cool. Auch dieses Dach da, diese Überdachung, dass sie das angepasst haben, fand ich auch voll cool, dass man da jetzt was so Bewachsenes hat. Und guckt euch mal diese Aussicht an, Leute. Ich will auch. Oh, herrlich. Ich glaube, da machen Mary und Joey Flitterwochen, nachdem ich das Haus ein bisschen bearbeitet habe. Ich weiß es gar nicht. War das das? Nee, das war das Kleine, ne? Wo ich mit der Shirley angeguckt habe. Oder war das das Große? I don't know. Ist ja auch egal. So, die beiden Wuffis sind da. Elijah kommt von oben runter. Wird jetzt auch gleich essen. Ja, vielleicht funktioniert das bei ihm besser als bei mir. Ich habe da so ein paar Problemchen bei mir gehabt in meiner Folge, falls ihr das schon gesehen habt. Wenn nicht, geht auf Munis Kanal. Da läuft meine Folge. Liked diese Folgen von uns. Kommentiert sie. Schreibt uns vielleicht eure Ideen oder Wünsche. Vielleicht gibt es ja eine City, wo ihr noch nicht gesehen habt und mal reinschauen wollt. Guck mal, die hat Hunger. Da ist doch Futter. Minka. Du musst da draufklicken und vielleicht Minka zum Essen rufen oder so. Vielleicht will sie ja auch was gekocht kriegen. Hä? Was ist hier? Ich weiß nicht. Ja, Minka hat auf jeden Fall den Fressnapf gefunden. Kleine Leiche nimmt sich ein Pfannkuchen und isst ihn jetzt. Hey, du brauchst nicht, der isst doch schon. Minka hat Hunger, fütter sie. Aber die isst doch gerade, die kann keinen Hunger mehr haben gleich. Die isst und dann ist es doch wieder gut. Immer wenn ich hier die Folge aufnehme, muss ich hier schniefen und rotzen und so. Es tut mir leid. Ja, okay, sie unterhalten sich jetzt tiefgründig. Dann gibt es einen sanften Kuss und eigentlich könnte man das ganze Ding als Flitterwochen, die sie noch nicht hatten, betiteln. Mit Kind. Oh, wie süß, sie haben beide ein Herzchen. Ihr seid so cute, süß. Babne Deasy, was geht ab? Oh. Mit deinem Hintergrund ist der Kleine und patscht in seinem Essen rum. Oh je. Mochi Pichi. Wir besuchen den Kleinen. Ja. Hallo. Hallo, Patschi Punky. Oh, dem seine Haut ist so toll. I love him. I love him. Ich liebe ihn. Ich liebe, liebe, liebe. Okay, Sandra ist wieder am Durchdrehen. Aber er ist so süß. Mann, der Kleine ist so goldig. Tratsch frisch aus der Gerüchteküche. Es heißt, Lady Mathilda Tartosa habe in einem großen Schloss in der Nähe der Heilwelle Wasserfälle gelebt. Aber die Ruine wurde niemals gefunden. Wir wissen, dass sie an einen Wasserfällen illegale Geschäfte mit Piraten betrieben hat. Vielleicht befindet sie sich die Schlossruine auch anderswo. Okay, cool. Okay, willst du das suchen gehen heute? Das klingt interessant, oder?
Was meint ihr? Okay, du kannst ihr baden, waschen, Windel wechseln, Baby machen. Habe ich ihm richtig gelesen? Baby machen? Wirklich? Really? Ernsthaft? Oh ja, Baby machen. Hoffentlich gibt es Drillinge. das würde ich euch so gerne. Oh mein Gott. Baby machen. Okay. Okay. Ja, natürlich die schöne Luft, die ihr habt und das tolle Wetter. Oh mein Gott. Goldig. Noch ein Baby. Ist sie dann schwanger? Willst du es testen? Oh mein Gott, bitte, bitte lass es Vierlinge sein oder Sechslinge am besten. Es geht ja nicht, aber mindestens Vierlinge wären geil. Ja, ich fasse es nicht. Seid ihr denn verrückt? Nein, warum soll es euch anders gehen? Nein, Muni, warum soll es dir anders gehen als mir? Ich wollte nur ein Kind und jetzt habe ich Try. Geschieht mir recht, lol. Ist wohl Karma, weil ich dir, liebe Sandra, noch ganz viele weitere Kinder für Chrissy und Ellen gewünscht habe. Ja, ich finde es cool. Hallo, Yellow Rika. Es gibt kein Geld, kein Job und nichts. Ja. Okay, und wenn ich ein bisschen zu laut bin, ist es wie immer. I'm sorry. Sorry, ich habe hier keine Lautstärke-Einstellung. Ich habe nämlich das Bild auf Vollbild, da ich es halt gleich genießen kann. Und genau. Ich gucke das halt jetzt so und später gucke ich es ja nicht mehr. Sondern, ja, ist sie müde? Was? Ach so, das ist eine Brille. Ich habe gedacht, die hätte voll die fetten Augenringe. Okay, die laufen jetzt hier so in der Weltgeschichte herum. Es ist so einfach nur so wunderschön dort. Ja, man kann zwar nicht so ganz so viel machen, aber spazieren gehen und an die frische Luft gehen mit Kids und ja, super. Man kann ja auch alle Grundstücke abreißen für seine Storyline und das dann so aufbauen, wie man es braucht, ne? Also, oh Gott, wie schön. Wunderschön. Da stehen sogar Olivenbäumchen. Obwohl, das ist ein neuer Baum, oder? Der Olivenbaum. Und die Wasserfälle hier, so, wow. Claudi, du hast einen Konkurrent gekriegt. Ein riesen Wasserfall. Wunderschön. Okay, sie haben sich jetzt den Tortosa Wasserfall angeguckt und sich wahrscheinlich was gewünscht oder sowas. Und einfach nur geil. Sorry, ich lieb's. Das sieht so schön aus. Ich werde auch ganz gern. Das ist wunderschön. Und vor allen Dingen so ruhig, ne? Da stört keiner. Und was wächst denn da? Guck mal. Voll schön. Ach, ihr habt es gefunden? Cool. Guck mal da. Wandzeichnung. Sorry, sorry, sorry. Aber ich darf ja nichts rausschneiden, nur dass ihr es wisst. Das ist so die Challenge. Falls ich jetzt mal laut rülpsen würde oder so, müsste ich das auch drin lassen und ihr müsst damit klarkommen. Und naja, es ist halt einfach so. Das ist halt die Challenge. Und alles, was menschlich ist und passiert, passiert eben. Oh, da sind wir wieder am Strand. Und guck mal, wie schön das mit den Wasserfällen da hinten ist. Das hatten wir beim letzten Mal nicht. Aber ich lieb's. Da würde ich auch gerne sein. So, wow. Da würde ich auch überall hinschwimmen. Die ganze Zeit würde ich da schwimmen. Gut, die bauen jetzt erstmal mit dem Kleinen und es wird langsam schon dunkel. Und ja, die Leute, die machen es genau wie ich. Die ganze Zeit im Wasser. Und jetzt fahren sie wieder nach Hause. Also in die Unterkunft. Und ich bin da gerade mittendrin in der Folge und genieße es einfach. Also die hatten wieder mit dem Kleinen einen schönen Tag, sind spazieren gegangen, er hat viel frische Luft gekriegt, viel gesehen, viele Eindrücke. Jetzt wird er wahrscheinlich ins Bett gebracht, weil er einfach todmüde ist, ja. Und da am Wasser bauen und Spaß haben. Oder er wird gebadet, ich weiß es gerade nicht. Auf jeden Fall ist es für so einen kleinen Knopf genau das Richtige. Viel frische Luft und so. Und ja, ah, jetzt wird er ins Bett gebracht. Ja, schlaf gut, mein Schatz, ich hab dich so lieb, sagt sie dann wahrscheinlich. Und da, er ist auch direkt eingeschlafen, habt ihr es gesehen? Das war echt. Oh, Damon kocht und hier. Könntest du vielleicht mal endlich testen, ob die schwanger ist? Ich will's mal sehen. Aber die lässt mich ja immer schmoren. Ja, die lässt mich immer schmoren, unsere Muni. Sorry, meine Aufnahme war hier auf einmal zu Ende. Und jetzt nehme ich halt weiter auf. Ich habe es noch nicht geguckt oder so. Das war einfach nur ausgegangen. Und an der Stelle konnte ich jetzt weiter aufnehmen. Okay. So, Baby ist im Bett. Sie kommt runter und sie reden über irgendwas. Ich habe da jetzt nicht aufgepasst, um was es da geht. Sie reden über den Tag und vielleicht fragen sie sich, wie das Haus aussehen wird. Und sie fragt sich, ach, meinst du, es war eine gute Idee, dass wir die Patsy in unser Haus gelassen haben, das machen lassen? Ich weiß nicht.
Also sorry Leute, mir ist schon wieder die Aufnahme abgebrochen, also meine Audioleiste, ich sehe es ja hier. Ich löse jetzt nochmal den Player hier, das gibt's doch nicht. Ja, Folge ist aber auf jeden Fall gleich vorbei und die beiden plaudern noch. Es tut mir leid, dass ich es hier so gecrashed habe wieder mal. Stand da jetzt inzwischen irgendwas im Text? Naja, oh, ich halte es aber kaum aus. Ich bin voll neugierig jetzt, wie das zu Hause aussehen wird. Und er sagt, jetzt bleib mal ganz locker, lass uns die Zeit noch ein bisschen genießen hier. Und Patsy ist rein theoretisch immer ganz schnell und wir werden einfach mal gucken. So, die flirten jetzt noch ein bisschen und genießen den Abend. Und er sagt, du bist so süß, ich liebe dich, mein Schatz. Und ja. Ach, und sie sagt, es freut mich, ich liebe dich auch. Ja, und es ist so schön, dass wir gemeinsam hier sind. Ich genieße die Zeit. Und ich finde eigentlich, Mercier ist so ein bisschen gezähmt, ne? So ein bisschen. Es ist so ruhig geworden. Ihr hört schon im Hintergrund die Musik. Mooney, das hast du wieder schön gemacht, hat mir richtig gut gefallen. Und sorry für meine Fails, aber ich habe das nicht im Voraus geguckt. Hab jetzt einfach irgendeinen Fantasy-Mist erzählt. Leute, bitte, das ist mir ein ganz großes Herzanliegen. Geht zur Mooney rüber, abonniert sie, schenkt ihr eure Liebe und die Likes und viele Kommentare. Und ja, manchmal braucht man so ein bisschen nette Worte. Auch wir, die das hobbymäßig machen. Seid einfach lieb und schaut mal bei ihr vorbei. Sie hat ganz cooles Let's Play. Und danke euch für die vielen Kommentare, Likes, dass ihr das guckt. Ihr seid wunderbar. Ein Küsschen für euch alle. Mua. Tschüss, eure Minimi. Bis nächsten Sonntag dann in diesem Format. Tschüssi.